Ja, liebe Freundinnen und Freunde, man kann der Verantwortung für die Zukunft nicht entfliehen, indem man sie heute verleugnet. Auch die Jüngeren in dieser Gesellschaft, auch meine Tochter, auch unsere Kinder haben ein Recht auf Zukunft. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben eine Landesregierung, die genau dieses Recht auf Zukunft mit Füßen tritt, weil sie Kohle schützt, statt das Klima zu schützen, weil sie ökologische Fortschritte rückabwickelt und weil sie ideologische Privat-vor-Staat-Politik macht. So gestaltet man nicht Zukunft, so versündigt man sich an der Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde. Und dabei war doch die Kluft zwischen dem, was ökologisch getan werden muss, und dem, was ökologisch getan wird, noch nie so groß wie heute. Der Klimawandel schreitet deutlich spürbar voran und kostet bereits heute Menschen das Leben. Gleichzeitig sind wir Zeugen einer massiven Aussterbekatastrophe. Bis zu 80% weniger Insektenmasse in manchen Regionen. Das ist auch bei unserer Artenschutzkonferenz im Münsterland noch mal sehr, sehr deutlich geworden. Und um da mal ein viel zitiertes Wort aus der Bankenrettung zu bemühen, Insekten sind systemrelevant, liebe Freundinnen und Freunde. Ohne sie bricht das komplette ökologische Netz zusammen, das uns alle am Ende trägt. Und die Liste ökologischer Herausforderungen, die hört ja hier nicht auf. Jedes Jahr landen 13 Millionen Schweine auf dem Müll. Ferkel werden ohne Betäubung kastriert. 45 Millionen Küken werden jedes Jahr geschreddert. Unsere Flüsse und Seen sind in einem schlechten Zustand. Die Meere voll Plastik. Die Deutschen fahren so viele Autos wie nie. Es braucht uns Grüne. Es braucht uns Ökos, liebe Freundinnen und Freunde. Und mit Blick auf diese ökologischen Krisen, die ja immer auch soziale Krisen sind, muss eine Politik des Verwaltens, eine Politik der Rückabwicklung vorbei sein. Heute realistische Politik zu machen, heißt für mich, visionäre Politik zu machen. Und wir Grüne haben den Mut dazu. Und deswegen habe ich große Lust, in dieser Partei, in diesem Landesvorstand, an der weiteren Schärfung unseres ökologischen Profils mitzuarbeiten, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube, wenn wir die von mir angesprochenen Herausforderungen für Nordrhein-Westfalen in ein erfolgreiches politisches Angebot übersetzen wollen, dann müssen wir zusammenstehen und unsere jeweiligen Stärken nutzen. Und dazu gehört ganz entscheidend, daran habe ich mich ja auch in die Debatte sehr stark eingebracht, ein gutes Miteinander zwischen eher ländlichen und eher städtischen Kreisverbänden in diesem Landesverband. Stärken nutzen, das heißt für mich aber auch, denjenigen mehr Gewicht zu geben, die für uns Grüne kommunalpolitisch Verantwortung in den Räten und Kreistagen übernehmen. Und ich möchte dabei mithelfen, die Möglichkeiten mitzugestalten, für unsere Kommunalas und Kommunalos weiter zu verbessern. Und ich glaube, als Fraktionsvorsitzender im Kreistag weiß ich ganz gut, was man da braucht, aber auch, wie schwierig das manchmal ist, ganz besonders dann, wenn man 2 Stunden Zugfahrt bis Düsseldorf hat. Um erfolgreich zu sein, liebe Freundinnen und Freunde, brauchen wir aber auch die Perspektiven der Verbände, der Initiativen und NGOs. Und mit Blick auf die Umweltpolitik meine ich damit ganz besonders auch die vielen jungen Bewegungen, die es in diesem Land gibt, die aber nicht in den klassischen Verbänden repräsentiert sind. Ich glaube, gerade die vielen jungen Menschen, die sich für ökologische Politik interessieren, machen das deswegen, weil sie die massiven globalen Folgen von Umweltpolitik umtreiben. Das ist ja auch gestern in der Rede von Robert noch mal sehr deutlich geworden. Für Sie und auch für mich steht fest, die Art, wie wir in Nordrhein-Westfalen Wirtschafts- und Umweltpolitik betreiben, betrifft nicht nur uns, sondern ganz entscheidend auch die Länder des globalen Südens. Und deswegen ist mein Credo nach mehrjähriger Tätigkeit mit und in Ostafrika, lasst uns doch erstmal und prioritär die Fluchtursachen bekämpfen, die wir hier selber verursachen, in der Agrarpolitik, in der Klimapolitik, in der Wirtschaftspolitik. Ich glaube, so machen wir den global bewegten Menschen in diesem Land ein politisches Angebot und setzen auch ein klares Zeichen gegen den Nationalismus und den Rassismus der rechten Spinner, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, Umwelt, Entwicklung, Kommunales, ein gutes Miteinander von Stadt und Land in unserem Landesverband.
Das ist mein Angebot für euch. Das sind meine Anliegen. Dafür trete ich an. Und ich freue mich, wenn ihr mich bei dieser Arbeit im Landesvorstand unterstützt und mir euer Vertrauen aussprecht. Vielen Dank.